Human Design, Projektorkanal, Projektorsplit und musst dich jetzt an die Strategie des Projektors halten, auch wenn du gar kein Projektor bist. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wieder mal aus aktuellem Anlass kam eine Frage in der Facebook-Gruppe und ich habe dann beschlossen, dazu ein eigenes Video wieder zu drehen. Es gibt ja schon ein paar über Projektorsplits und unbewusste Projektoren und solche Sachen. Aber hier jetzt konkret zu Projektorkanal. Es gibt im Moment einen neuen Hype im Human Design. Und zwar taucht immer wieder die Feststellung auf, Menschen mit sogenannten Projektorkanälen müssen wie echte Projektoren, Projektorinnen auf die Einladung warten. Okay, Kanäle. Grundsätzlich mal, was sind Projektorkanäle oder Generatorkanäle oder was auch immer? Das heißt, in letzter Zeit höre ich immer öfter, dass es eben diese neuen Regeln kommuniziert werden in Bezug auf Kanäle, welche den Typen entsprechen. Nämlich, da gibt es diesen einen manifestierenden Generatorkanal, dann gibt es Manifestorkanäle, dann gibt es Generatorkanäle und Projektorkanäle. So weit, so gut. Die gab es schon immer und die wird es auch immer geben. Aber aktuell neu ist eben diese Aussage, du musst dabei die Strategie des entsprechenden Typs leben. Und das halte ich für ein unbestätigtes Gerücht. Doch schauen wir uns vorerst mal diese speziellen Kanäle an. Das heißt, beginnen wir mit dem Kanal des MGs, des manifestierenden Generators oder wie es in 64 Keys heißt, des Spezialisten, der Spezialistin. Das ist eindeutig einer, und zwar ist es der 3420, der ja der MG-Kanal schlechthin ist und den auch mehr als die Hälfte der MGs wirklich definiert hat. Dann, weil es dazu passt, von wegen sakrale Definition, die ganzen Generatorkanäle, und zwar die Generatorkanäle sind alle die, die direkt vom Generator weggehen. Also direkt vom Sakralzentrum, vom zweiten Zentrum unten, nach oben, nach unten, nach links und nach rechts. Und eben auch dieser 3457, der 3410. Also die Kanäle gehören auch dazu, nicht der 5710, obwohl der hier jetzt auch mehr oder weniger eingezeichnet ist, aber es geht nur um die, die jetzt wirklich vom Generator weggehen. Und dann kommen wir zu den anderen Kanälen, und zwar die Manifestorkanäle sind die drei direkten Verbindungen von einem von einem Mutterzentren zur Kehle. Keine Verbindung von der Wurzel, weil da gibt es keine direkte. Also es sind nur die drei, die vom Emotionalzentrum, die zwei hochgehen und der eine, der vom Egozentrum hochgeht. Also das sind die sogenannten Manifestorkanäle. Und da fehlen noch viele, viele, viele andere Kanäle und das sind jetzt diese Projektorkanäle. Und dieses aktuell kommunizierte, du musst jetzt, wenn du Projektorkanäle hast oder einen Projektorkanal definiert hast, dann musst du dich an die Strategie des Projektors halten, würde gelten für alle die Kanäle. Also alle, die bis jetzt nicht aufgezählt waren, sind Projektorkanäle. Weil sie eben weder ein Manifestorkanal sind, noch ein Generatorkanal, noch ein MG-Kanal. Und daher alle anderen sind eben diese Projektorkanäle. Das heißt, im Prinzip geht es darum, dass sich wahrscheinlich, weiß ich nicht, 90, 95% der Menschheit jetzt auf Einladung warten sollten, beziehungsweise ein Großteil davon dann glaubt, nichts tun zu müssen, weil sie ja auf Einladung warten müssen. Also, unabhängig davon, warum das jetzt gerade so stark und häufig kommuniziert wird, das sind jetzt mal die Fakten. Also es geht um diese Projektorkanäle und ob die Menschen, die irgendeinen von diesem Kanal oder mehrere definiert haben, ob die sich jetzt wie ein Projektor mehr oder weniger verhalten müssen und auf die Einladung warten. Die Strategien, die kommuniziert werden, also es geht ja nicht nur um den Projektor von wegen Strategie, sondern um alle. Das heißt, bei den Manifestorkanälen heißt es eben informieren, was jetzt grundsätzlich mal nicht falsch ist, sage ich so. Es kann ja nichts schaden, wenn man eben seine Sachen, die man umsetzen möchte oder die einem wichtig sind, auch wirklich kommuniziert. Die
Generatorkanäle wird gesagt, im Moment antwortend, da bin ich jetzt schon etwas weniger, stimme ich weniger zu, komme ich gleich noch dazu. Dann gibt es eben manifestierenden Generatorkanal, im Moment antwortend und direkte Aktion, wobei hier jetzt auch gleich, ich meine, Entschuldigung an alle MGs, aber euch bräuchte man das eh nicht sagen. Also gerade die Menschen, die den 3420-Kanal definiert haben, die tun das sowieso. Also ich kenne niemanden mit dem Kanal 3420 definiert, der nicht eher vielleicht ein bisschen hektisch wirkt als andere Typen und andere Menschen. Also der Großteil der echten MGs, die den Kanal 3420 definiert haben, sind vielleicht sogar etwas zu schnell im Antworten und in der direkten Aktion. Und dann haben wir eben diese Projektorkanäle und da heißt es eben, sie müssen auf die Einladung warten. Jetzt von meiner Seite betrachtet, so informieren, eben beim Manifesto hatte ich ja gerade schon gesagt, das ist, finde ich, voll super. Und nicht jede und jeden Zwangsbeglücken ist schon okay, aber auch im Moment antwortend für Generatoren allgemein als Strategie zu kommunizieren, finde ich etwas bedenklich. Weil diese Generatorkanäle im Moment antwortend, und wenn ich das generell jetzt so als Regel weitergebe, ist das Bullshit, weil es gibt zum Beispiel den Kanal 596, also wo der Generator mit dem Emotionalzentrum verbunden ist und wenn das Emotionalzentrum definiert ist, egal welcher Typ, dann ist das Emotionalzentrum die innere Autorität. Und wenn das Emotionalzentrum die innere Autorität ist, dann sollte man die emotionale Welle abwarten, bevor man Entscheidungen trifft. Das heißt, drüber schlafen. Und ganz konkret, wenn du den Kanal 596 definiert hast, dann solltest du viele Dinge, aber ganz sicher nicht spontan irgendwie reagieren. Also nicht im Moment antworten, nicht beim Kanal 596. Das heißt, von daher diese grundsätzliche Aussage mit Generatorkanälen muss man im Moment antworten, ist einfach Bullshit. Entschuldigung, aber ist so. Und bei den Projektorkanälen auf Einladung warten? Jein, weil nur weil ich jetzt einen Projektorkanal definiert habe, ändert sich ja nichts Grundlegendes an meiner grundlegenden Aura. Das heißt, wenn ich sakral definiert bin, was ich ja bin, dann bin ich zwar offen, aber ich bin nicht so fokussiert auf das Gegenüber, auf diese absorbierende Aura des Projektors. Das heißt, ich kann auch gar nicht so reagieren. Und wenn jemand eben Initiator oder Manifestor ist, dann hat man eine geschlossene Aura und dann kann man auch nicht so reagieren wie ein Projektor. Und von daher, Koordinatoren, Projektoren haben eben diese absorbierende Aura und die ist typisch für Projektoren oder eben Koordinatoren. Und ja, niemand soll irgendjemand zwangsbeglücken. Das hat aber jetzt nichts mit Projektorkanälen zu tun und oder irgendwas in dieser Art. Sondern das ist einfach Erziehung, was auch immer, wie man es nennen möchte. Ich möchte jetzt anhand meiner drei Definitionsbereiche zeigen, worum es jetzt auch geht bei Projektorsplits, weil ich das mit reingenommen habe. Im Prinzip sind Projektorsplits nichts anderes als wie ein oder mehrere zusammenhängende Projektorkanäle. Ich habe dir hier mein Chart reingestellt. Das heißt, du hast hier drei Bereiche, die jetzt nicht mit den anderen zusammenhängen. Der erste Bereich ist der Kanal 5342. Und jetzt in Bezug auf Projektor Split, das ist keiner. Weil eben die Verbindung mit dem Generator da ist. Also das ist meine einzige Verbindung. Mein einziger Definitionsbereich, der jetzt kein Projektorsplit ist, weil der eben als einziger dieser Kanal wirklich mit dem Generator zusammenhängt. Das heißt, dieser obere Bereich vom Kanal 731, das ist sehr wohl ein Projektorsplit. Der hängt nicht mit dem Sakralzentrum zusammen und auch in der Mitte der 4426 ist ein Projektorsplit.
auch der hängt jetzt nicht mit dem Generator zusammen. Das heißt, nur auch die Unterscheidung, was ist ein Projektor Split? Das heißt, wenn ich so einen Cut, wenn jemand so einen Cut hat wie ich, oder eben Split, Triple Split, Quattro Split, beziehungsweise in der 64 Keys Bezeichnung mehr als einen Definitionsbereich hat, dann hat er sicher irgendeinen Projektor Split, weil eben nicht alles mit dem Generator zusammenhängt. Bei einer einfachen Definition hängt immer alles zusammen und trotzdem gibt es aber dann Projektorkanäle. Das heißt, auch wenn es zusammenhängen würde, wären diese Kanäle dann Projektorkanäle. Also nur, dass man sich das mal klar macht, das betrifft den Großteil der Menschheit und wird eben auch von vielen als Ausrede benutzt und sagt, okay, ich habe einen Projektorkanal, ich muss jetzt auf Einladung warten. Ich lese das immer wieder. Ich möchte jetzt einen neuen Job, aber darf ich mich dann überhaupt bewerben, wenn ich jetzt Projektor bin oder eben einen Projektorkanal habe? Naja, selbstverständlich, weil wenn du dich nicht bewirbst, wirst du keinen Job bekommen. Also es steht da draußen nicht eine Schlange von 500 Rekrutern, die jetzt warten, bis du endlich die Türe aufmachst. Also wer solche Dinge heutzutage noch glaubt, muss ich sagen, sollte sich auch nicht mit Human Design beschäftigen, sondern wirklich mal grundlegende Basics irgendwo beginnen zu eruieren. Ja, ich weiß, es ist heute kein nettes Video, aber muss auch mal sein. Okay, generell. Ich behaupte, dass jeder Mensch auf ihren seinen Körper hören soll, weil das ist für mich der Ausdruck des eigenen Unbewussten ist. Warum soll man nicht auf den Verstand hören? Also es wird ja immer gesagt, wenn jemand sakral definiert ist, dann sollte man auf den Generator hören, bis der Generator anspringt. Ich behaupte, jeder Mensch sollte auf den Körper hören, weil entweder hat man trotzdem irgendwelche Definitionen im Körper, also unterhalb der Kehle. Ich sage immer, alles, was unterhalb der Kehle ist, ist Körper und ist auch der Ausdruck des eigentlichen Unbewussten. Und egal, was da unten definiert ist, das sollte die erste Wahl bei Entscheidungen sein. Das heißt, egal, was du definiert hast, wenn du nur Kopfbereich definiert hast, auch dann gibt es Bereiche in deinem Körper, wo du irgendetwas wahrnimmst, was für dich sicher wichtiger und zutreffender ist, als wenn du auf den Verstand hörst. Ich sage dir auch gleich noch, warum eben nicht der Verstand, weil er entweder auf eine bestimmte Art und Weise festgelegt, sprich definiert ist. Das heißt, du hast hier jetzt die drei Kanäle, um die es mir geht, auf dieser Folie. Also die Verbindung vom Denken zum Verstehen, nicht vom Verstehen zum Ausdruck. Das ist wieder eine andere Geschichte. Hier geht es mir jetzt grundsätzlich um diese Verbindung vom Denken zum Verstehen. Warum soll da oben keine Entscheidung getroffen werden? Und bevor ich jetzt weiterschalte, du kannst dir vorstellen, du stehst immer hinter dem Chart. Das heißt, wenn du den Kanal 6447 definiert hast, das ist der Kanal des Sinnfindens. Das ist jetzt zwar im Chart der linke Kanal, aber wenn du dahinter stehst, entspricht es auch der rechten Gehirnhälfte. Das heißt, das ist jetzt dieser abstrakte Verstand, wenn du dich schon mal mit der Gehirnforschung beschäftigt hast. Dann gibt es eben den Kanal 6124, der in Human Design Forscher erkennen heißt. Das ist der mittlere Kanal im Chart. Da gibt es jetzt keine wirkliche Entsprechung in der Gehirnforschung. Und dann gibt es den Kanal 63.4, das Verstehen. Das heißt, im Chart der rechte Kanal, wenn du dir vorstellst, dass du dahinter stehst, dann ist es eben, entspricht es aus der linken Gehirnhälfte und links ist eben logisch und analytisch. Der logisch-analytische Verstand ist eben der in der linken, wo die linke Gehirnhälfte überwiegt. Und hier sehen wir eben, wenn der Kanal 63.4 definiert ist. Und warum noch nicht? Weil er eben fallweise nicht definiert ist. Wo ich immer sage, so flapsig oben ohne. Das heißt, wenn hier jetzt keine Kanäle zu finden sind, weil dann werden wir von der Umwelt beeinflusst oder sogar konditioniert. Das heißt, das, was da durch unseren Kopf rauscht, wenn da oben offen ist, auf Durchzug geschalten ist, das kommt von außen. Das sind wieder nicht wir. Das ist wieder nicht das, was aus uns herauskommt. Und
eben speziell bei oben ohne jetzt auf jeden Fall auf irgendwas im Körper hören. Weil wenn du jetzt oben ohne bist, dann und nicht Reflektor oder Beobachter bist, dann hast du irgendwo im Körper Definitionen und auf die solltest du unbedingt hören. Das heißt, wenn du definiert bist, bist du auf eine gewisse Art und Weise festgelegt und verbaust dir selbst die anderen Optionen. Und von daher hast du nicht den großen Überblick, um wirklich sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Und wenn du nicht definiert bist, dann wirst du eben von der jeweiligen Umwelt beeinflusst. Das heißt, es kann sein, dass du zu Hause was anderes entscheidest als in der Firma, weil eben andere Menschen mit anderen Definitionen um dich sind, die dich beeinflussen. Der Quatsch im Kopf ist perfekt geeignet für Recherchen und Aufbereitung von Zahlen und Daten und Fakten. Also ich liebe meinen Verstand. Ich bin oben ohne und ich liebe meinen Verstand, weil nur weil ich oben ohne bin, heißt das jetzt nicht, dass ich keinen Verstand habe und dass ich nicht denken kann. Oder wenn du oben ohne bist, heißt das nicht, dass du jetzt nicht selbst denken und verstehen kannst. Aber du solltest dir immer bewusst sein, dass das, was da oben herum geistert, nicht unbedingt immer deins ist. Also ich lebe allein am Waldrand, von daher ist der Großteil meines Denkens und Verstehens wirklich meins, weil niemand in meiner Umwelt ist, in meinem Umfeld, in meiner Aura ist, der mich beeinflussen könnte. Und ich liebe auch meinen Quatsch im Kopf. Solange er wirklich konstruktiv irgendetwas dazu beiträgt, dass es mir gut geht oder dass meine Firma florieren kann, was auch immer. Sobald er zum Rumquatschen anfängt, von bla 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 und das geht nicht und das geht nicht, abschalten und auf den Körper hören. Das heißt, für mich ist jetzt so ein optimaler Zustand, wenn es mir jetzt weniger gut geht, wenn da irgendwas Negatives im Kopf rattert, wenn der Quatschi irgendwas aufgefangen hat, was jetzt nicht wirklich erbaulich ist, dann lege ich mich einfach in duftendes Schaumbad, stelle mir irgendwelche entspannende Musik ein, zünde mir Kerzen an und dann schalte ich oben wieder auf Durchzug und schaue wieder, dass ich zu mir selbst finde. Und wenn ich aber jetzt irgendwelche Folien aufbereite für Präsentationen oder irgendwelche Statistiken mache oder jetzt vor kurzem habe ich eben wieder Jahresabschluss vom Vorjahr gemacht, da ist der Quatschi perfekt. Weil da kann er auch Fehler suchen, da kann er ganz detailliert sich reinsteigern, aber eben Quatschi ist optimal für alles, was Business ist, was eben Aufbereitung von Zahlen, Daten, Fakten ist. Aber nicht, um lebenswichtige Entscheidungen zu treffen, mit denen wir uns dann auch wirklich möglicherweise plagen müssen, weil es die falschen Entscheidungen sind. Das heißt, bei Entscheidungen immer auf den Körper hören. Und das ist auch das mit auf Einladung warten vom Projektor und eben auch das auf den Generator hören. Also bei dem Generator ist es ja klar, wir sollen darauf achten, ob der Generator anspringt. Und beim Projektor ist es eben so, wir sollen auf Einladung warten. Heißt jetzt nicht, dass wir zu Hause sitzen und nichts tun, war jetzt auch mal irgendwo eine Aussage. Es gibt viele Projektoren, die erfolgreich sind, die haben das aber nicht erreicht, weil sie eben zu Hause passiv gesessen sind und gewartet haben. Ist ja auch nicht gemeint mit auf Einladung warten, sondern man soll nicht unbedingt jeden Menschen die eigene Meinung an den Kopf knallen, egal ob der das wissen will oder nicht. Also ich persönlich sage es gleich, ich reagiere ungehalten, wenn jemand, den ich vielleicht gar nicht kenne, mir irgendwelche Ratschläge erteilen möchte, weil ich sage, das geht dich überhaupt nichts an. Und wenn ich jetzt wirklich einen Rat benötige oder möchte, dann bin ich groß genug und erwachsen genug, dass ich jemanden darum bitte. Aber ich will nicht zwangsbeglückt werden. Und das ist das auf Einladung warten. Projektoren sollten nicht rausgehen und alle zwangsbeglücken wollen. Es ist nicht jeder Projektor so. Das heißt, bei vielen Projektoren ist das sowieso nicht das Thema. Aber es gibt eben gerade in Zeiten wie diesen offensichtlich sehr viele Menschen, die so strikte Regeln brauchen, damit sie irgendwas von normalen Hausverstand wieder berücksichtigen können. Resümee,
dieser ganzen Geschichten ist, also meine ganz persönlichen Argumente, welche dagegen spreche, dass Menschen mit Projektorkanälen auf Einladung warten müssen. Es geht um dieses Müssen. Wenn jemand warten möchte auf eine Einladung, ich habe kein Problem damit. Von mir aus sitzt zu Hause passiv und wartet, bis irgendwer an eure Tür klopft und euch eure ganz persönlichen Wünsche und Träume zu Füßen legt. Ja, da gibt es so Witze, so Cartoons auf Facebook immer wieder von Skeletten, die da irgendwie auf einer Parkbank sitzen und so. Ich warte noch immer auf den perfekten Mann oder ich warte noch immer auf die perfekte Frau. Genauso ist es da. Das heißt, du kannst gerne passiv zu Hause sitzen und auf die Einladung warten, dass du irgendetwas tust. Es ist aber nicht das, was jetzt wirklich gemeint ist mit Projektoren oder Menschen mit Projektorkanälen müssen auf die Einladung warten. Sondern es geht darum, sich nicht aufzudrängen, sich anderen Menschen nicht aufzudrängen, die nicht zwangsbeglücken zu wollen. Und das gilt generell und grundsätzlich ja sowieso für jeden Menschen. Theoretisch. Also zu meiner Zeit hat es noch für jeden Menschen gegolten. Wie es in 20, 30 Jahren sein wird, weiß ich nicht. Eben persönliche Argumente, die im klassischen Human Design System kommunizierten Strategien, meine Meinung, sollten nicht als Dogma behandelt und umgesetzt werden. Ich weiß, viele Menschen brauchen das, dass sie sagen, du musst das und das machen, wenn das und das eintrifft. Für alle, die so weit sind, dass sie sagen, ich übernehme die Verantwortung für mein Leben, ich denke selbst und eigenständig, bitte vergesst das, dass ihr das müsst, dass ihr jetzt die Strategien aus Human Design, aus dem klassischen Human Design System als Muss ansieht. Es sollte eigentlich jedem Menschen bewusst sein, dass man anderen nicht einfach mit dem Allerwertesten ins Gesicht springt, hatte ich schon gesagt. Und dann eben auch noch in Bezug auf Coaching, weil es gibt auch, das fällt mir auch bei den Coaches immer wieder auf, du musst das und das tun und diese und jene Strategien anwenden. Es gibt im echten Coaching, so wie es ich noch gelernt habe, einen Leitsatz und der heißt, kein Coaching ohne Auftrag. Und daher soll es auch in diesem Zusammenhang klar sein, dass ich jetzt nicht jedem meine Meinung aufs Auge drücke. Und nur weil man Projektorkanäle hat, heißt das nicht, dass die Aura des eigenen Typs sich verändern, sondern meine Aura als Umsetzer, als Generator bleibt immer offen und wird nicht absorbieren, nur weil ich Projektorkanäle habe. Und der Umkehrschluss ist, wer anderen Menschen, womit auch immer zwangsbeglückt ist, weder Coach noch hat er einen halbwegs gesunden Menschenverstand oder Hausverstand. Also diese ganzen Pseudo-Coaches, die heute draußen rumlaufen und irgendwelche Strategien anpreisen, das sind keine Coaches, das sind irgendwelche Möchtegerns, die die hundertste Kopie von jemand anderem sind. Und wenn dir jemand jetzt in Bezug auf Human Design erklärt, du musst das und das jetzt machen, geh davon aus, dass die irgendwas theoretisch gelernt haben, aber sie es nie in der Praxis wirklich umgesetzt haben. Sonst wüssten sie, dass es einfach auch nicht möglich ist, jetzt ständig nur passiv daheim zu hocken und auf irgendwelche ominösen, nicht eintreffenden Einladungen zu warten. Also die, die das jetzt so strikt kommunizieren als unbedingt, das muss, du musst das und das machen, vergiss es. Warte, bis die 2, 3, 4 Jahre mit Human Design gearbeitet haben, wenn sie es überhaupt so lange durchhalten. Die meisten haben ja nur ein, zwei Wochenende irgendetwas hinter sich. Von daher schau auch, was Menschen, die jetzt etwas behaupten, was du tun musst, wie viel Erfahrung die damit haben. Ich meine, ich sage auch, du solltest auf deinen Körper hören, nicht den Verstand, sondern auf den Körper. Nur ich selbst bin oben ohne und ich selbst habe jetzt mehr als 15 Jahre Erfahrung mit mir und Human Design. Und ich weiß, dass das, was für mich passt, nicht für jeden und jede andere auch passt. Aber Menschen, die jetzt ähnlich gestrickt sind wie ich, haben meist auch die ähnlichen Erfahrungen. Okay, wie gesagt, heute kein nettes Video wieder mal.
Aber das war's auch schon für heute. Was kommt jetzt? Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch, wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke einschaltest. Und wir sehen uns demnächst wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, baba.